Hallo liebe Freunde der deutschen Sturmweg-Community. Ich bin Ruland vom ZG26. Ich betreibe mit einigen anderen den Sturmweg.de-Server und bin auf dem Server dort für den Kartenbau verantwortlich. Und ich möchte euch jetzt so ganz grob zeigen, wie man eine Multiplayer-Karte erstellt. Vorweg will ich noch eines sagen, und zwar, es gibt mittlerweile eigentlich genug Server. Man kann sagen, es gibt mittlerweile für jeden Spieler einen Server. Solange der Großteil dieser Server dann nur Trainingsserver sind, die passwortgeschützt sind oder meinetwegen Koop-Server, ist das noch in Ordnung. Aber ich sag mal, der Markt ist an Servern, die ein realitätsnahes Spielerlebnis bieten wollen, also taktisches Fliegen, aktuell gesättigt. Ist meine Meinung. Kann jeder selber entscheiden, wie er darüber denkt, aber es ist meine Meinung. Daher will ich euch erstmal zeigen, wie macht man eine Multiplayer-Karte für den geschwadereigenen oder für den Community-eigenen Trainingsgebrauch. So, ich habe jetzt hier den Editor geöffnet und das erste, was ich mache, ich stelle hier auf der linken Seite bei den Mission Properties, stelle ich ein Deathmatch, Autor, zum Beispiel Roland. So, hier bei Terrain Presets, da könnt ihr die Karte auswählen. Zum Beispiel Stalingrad, Lapino oder Novosokolniki. Auswählen, auf Apply drücken. Ich bleibe in diesem Fall mal bei Lapino. Diese ganzen Sachen, Landscape Info, die waren früher mal bei Rise of Light sehr interessant, sind für uns aber hier nicht von Relevanz. Damit würden wir das Ganze anwenden. So, das könnt ihr alles ignorieren. Atmosphere Options sollte selbsterklärend sein. Hier könnt ihr die Wolken einstellen, von Clear, Medium und so weiter, Heavy, Overcast. Die Windgeschwindigkeiten könnt ihr hier einstellen, die Windrichtung. Hier sind die ganzen wichtigen Wetterdaten. So, halten wir uns damit nicht länger auf, sondern gehen wir direkt zum interessanten Teil. Und zwar die Karte. Sieht jetzt noch nicht sehr übersichtlich aus. Und dafür, um das Ganze übersichtlicher zu machen, drücken wir Rechtsklick, Auto View. Rechtsklick, verschieben, Mausrad. Und ihr könnt sehen, das hier ist die Karte, Lapino. So, jetzt ist die Karte noch völlig leer. Und ihr bringt jetzt Objekte auf die Karte, indem ihr oben links bei File, Import from File, und dann unter eurem Spieleordner bei Template Lapino All. Diese gleiche Datei, also vorweg, diese Datei enthält alle Objekte auf der Karte, wie zum Beispiel Brücken, Häuser und was es da sonst noch auf der Karte gibt, das ist da enthalten. Und das gibt es entsprechend für jede Karte. Lapino, Stalingrad, Novosokolniki. So, wir wählen Lapino, All. Das hier könnt ihr ignorieren, dieses Taxi Path Lapino All öffnen. Das dauert aber ein bisschen, er lädt das jetzt alles. Zack, und da haben wir alles. Diese ganze Darstellung hier wäre jetzt ziemlich unübersichtlich, wenn man damit arbeiten wollte. Deswegen alles einmal markieren und dann rechtsklick, Group Objects. Das hat den netten Vorteil, dass jetzt diese gesamten Gebäude, Brücken, alles, was hier auf der Karte jetzt gerade eben importiert wurde, dass alles in dieser einen Gruppe hier zusammengefasst ist. Und wenn ich damit wieder arbeiten möchte, klicke ich die Gruppe an und klicke auf Set Group as Working. Und dann sehe ich das alles wieder. Hier oben auf der linken Seite sieht man auch diese Gruppe, die ich entsprechend benennen kann, zum Beispiel Gebäude. So. Reset Working Group macht das Ganze dann rückgängig.
Gut, halten wir uns nicht länger auf mit diesen ganzen Details. Ich setze voraus, dass sich jeder damit ein bisschen selber auseinandersetzt. Das ist viel Learning by Doing. Jetzt mache ich erstmal die Zeit ein bisschen später, damit es nicht so hell ist auf der Karte. Und ich suche mir jetzt einen Flugplatz. Und zwar hier unten ist doch irgend. Da. Da ist einer. So, im alten IL-2 war es so, dass man ein Flugplatzsymbol nur auf einem Flugplatz positionieren konnte. Das ist bei Rise of Light ein bisschen an, Entschuldigung, bei Battle of Stalingrad ein bisschen anders. Hier geht das ganz einfach. Hier geht das ganz einfach. Und zwar suche ich mir auf der rechten Seite Airfields. Fake Field. Lasst euch nicht vom Namen täuschen. Das ist das Richtige. Fake Field. Das klickt ihr jetzt irgendwo hin, wo ihr nachher die Flugzeuge eurer Spieler spawnen lassen wollt. Zum Beispiel hier. Klicke ich mal hier hin. Jetzt passiert Folgendes. Und zwar, ihr seht diese gelbe Achse hier. Im 90-Grad-Winkel davon, also hier auf Höhe Airfield, da werden die Flugzeuge aufgereiht. Das heißt, hier ungefähr bei, Entschuldigung, hier bei dem Symbol würde die erste Maschine stehen, die zweite hier so ungefähr unterhalb des D, die dritte Maschine unterhalb der 7 und dann würde das immer so weitergehen. Das heißt, damit eure Spieler nachher anständig spawnen, müsst ihr die Achse so ausrichten, dass sie stimmt. Das geht zum Beispiel hier über Orientation auf der linken Seite. Da seht ihr, dass sich die Achse verändert. Oder ihr macht das einfach so, ihr zoomt ganz nah ran und klickt auf das kleine rote Rechteck. So. Und jetzt werden die Leute hier entlang dieser Achse spawnen. Also immer im rechten Winkel, 90 Grad rechts rum im Uhrzeigersinn von dieser gelben Achse aus. So, jetzt ist dieser Flugplatz aber noch nicht benutzbar. Ich muss ihn erst aktivieren, kann man sagen. Und zwar auf der linken Seite, Create Linked Entity. Jetzt seht ihr, hat das Objekt oder dieses Symbol seine Farbe geändert. Mache ich Doppelklick. Ja, Vorführeffekt. Rechtsklick. Und zwar, Moment mal. Jetzt haben wir es. So, Create Linked Entity. Jetzt ist es blau geworden. So, Doppelklick. Und zwar wählen wir hier bei Country, nehmen wir mal Deutschland. Alles andere ist für uns erstmal egal. Klicken auf OK. So, jetzt haben wir einen Flugplatz, der Deutschland zugeordnet ist. Jetzt wollen wir erstmal ein paar Flugzeuge festlegen. Das geht ebenfalls auf der linken Seite und zwar bei Planes. Add Model. Dann nehmen wir mal die 109 F4 und add die U87. So, jetzt habe ich schon ein paar Sachen übersprungen gerade und zwar Doppelklick. Ihr könnt hier bei Planes Number könnt ihr eingeben, wie viele Flugzeuge es geben soll. Es gibt in diesem Falle 10 oder 5. Na, wenn die zerstört sind oder woanders gelandet wurden und nicht auf dem Platz, dann sind diese Flugzeuge entsprechend ja, verloren. So, jetzt muss ich mal kurz die Zeit checken. Ich kann nämlich nicht ewig aufnehmen hiermit. So, ich nehme also die F4, mache sie unbegrenzt verfügbar. Das ist alles noch egal. Das muss euch jetzt nicht. Das habe ich selber noch teilweise nicht verstanden, wie das hier funktioniert. Hier könnt ihr auswählen, wenn Airstart vorhanden ist, in welcher Höhe. Und hier könnt ihr auswählen, wo das Flugzeug erscheint. In der Luft, dann wäre diese Einstellung hier relevant. Auf der Piste oder auf den Abstellplätzen. Und die Abstellplätze, das wäre eben genau hier. So, das war Teil 1. Jetzt kommt gleich Teil 2. So, wir haben jetzt also hier einen Flugplatz eingerichtet und auf dem Server wäre die Karte jetzt schon spielbar. Die Spieler könnten hier ihren Flugplatz auswählen und könnten dann mit den Maschinen hier auf dieser Karte fliegen. So, nun ist hier aber relativ wenig zu tun. Deswegen fügen wir jetzt mal ein Konvoi ein. Und zwar gehen wir gleich in die Vollen. Und zwar bauen wir uns jetzt einen Konvoi, der hier diesen Flugplatz entlang fährt.
Und zwar brauchen wir Folgendes. Und zwar rechts unter Vehicles finden wir unter anderem den GAS AA, den russischen LKW. Und davon setzen wir jetzt einfach mal drei Stück hier hin. Die markieren wir jetzt und müssen sie zu den Linked Entities machen. Machen wir das nicht, dann steht dieses 3D-Modell eines LKW einfach in der Gegend herum und kann nicht mit der Umgebung interagieren. Also er kann nicht zerstört und nicht beschossen werden. Deswegen Linked Entity. Das müssen wir mit allen Dingen machen, die irgendeine Funktion übernehmen sollen. So, jetzt weisen wir dem Ganzen noch eine Nationalität zu. Und zwar Country Russia. So, jetzt haben wir hier drei LKW, die wir auch wie immer mit dem roten Dreieck drehen können. Die bringen wir jetzt mal in eine Position hier. So, ich möchte jetzt, dass diese drei Fahrzeuge sich wie eine Einheit, also wie ein Konvoi verhalten. Und dafür muss ich Folgendes tun. Ich muss eine Führungsmaschine bzw. ein Führungsfahrzeug festlegen. Und dafür nehme ich mir jetzt die Nummer 1120. Diese Zahl muss ich mir jetzt merken. Denn jetzt mache ich Folgendes. Ich klicke auf die 1121 und öffne per Doppelklick die Option und gehe hier unten auf Add by Dialog. Und zwar füge ich die, oder ordne ich dieses Fahrzeug jetzt der 1120 zu. Und dann entsteht da ein roter Pfeil. Das gleiche mache ich hier auch mit dem 1119. Doppelklick, Add by Dialog. Vehicle Entity 1120. Das heißt jetzt im Grunde genommen Folgendes. Alles, was dieser LKW hier an Befehlen kriegt später von den Triggern, was ein Trigger ist, werdet ihr gleich schon sehen, das wird auf diese beiden übertragen. Und der Computer rechnet diese drei LKW dann als Einheit und verleiht ihnen dann die Fähigkeit, als eine Einheit zu handeln. Und damit sie handeln, damit sie etwas tun, brauchen wir die Trigger. Und zwar unter MCUs auf der rechten Seite. Es beginnt immer mit, oder in den meisten Fällen beginnt es mit einem Mission Begin Trigger. Der Mission Begin Trigger, Moment, anders erklärt. Ihr müsst euch die Trigger vorstellen wie beim Domino-Spielen. Wenn ihr die Dominosteine hintereinander aufstellt und dann einen Stein umwerft, dann fallen alle anderen in einer Kettenreaktion um. So müsst ihr euch die Trigger in Rise of Light, in BOS und in Rise of Light vorstellen. Und dieser Mission Begin Trigger macht nichts anderes, als dass es die Hand, die am Anfang der Mission den ersten Dominostein umwirft und damit diese Kettenreaktion in Gang bringt. So, den brauchen wir also. Mission Begin. Jetzt nehmen wir einen Timer und setzen ihn auf eine Sekunde. Die Timer sind immer sehr wichtig, man braucht sie nicht überall, aber ich würde sie in den meisten Fällen einsetzen, weil es manchmal zu Schwierigkeiten kommt, wenn man ohne Timer zwischen einzelnen Triggern arbeitet. Gut, wir haben jetzt also den Mission Translator, den Mission Begin Translator und den Trigger Timer. Und jetzt suchen wir uns auf der rechten Seite Trigger Waypoint. Wo haben wir ihn denn? Da. So, einmal hier. Und jetzt müssen wir Folgendes machen. Wir müssen diesen Wegpunkt mit diesem Fahrzeug hier verbinden. Links findet ihr Find Object. Draufklicken. 1120, zack. Ich habe jetzt im Grunde genommen Folgendes gemacht. Ich habe dafür gesorgt, dass dieser Wegpunkt diesem LKW hier zugeordnet ist. Und diesem LKW, also der 1120, sind wiederum diese beiden LKWs zugeordnet. Jetzt mache ich Folgendes. Ich habe den Wegpunkt angewählt, halte jetzt die Shift-Taste gedrückt und klicke.
Und dann seht ihr, habe ich einen weiteren Wegpunkt erschaffen, der automatisch auf die 1120, also auf den Führungs-LKW, ich sag mal, auf den eingestellt ist. Das mache ich jetzt nochmal, nochmal und nochmal. So, jetzt würden die LKW diesen Weg hier abfahren. Ihr seht, die sind alle durch rote Striche verbunden. Das heißt, der Wegpunkt, sobald er erreicht wird, aktiviert diesen Wegpunkt. Sobald er erreicht wird, wird dieser Wegpunkt aktiviert und dieser Wegpunkt wird aktiviert. Und dann zuletzt dieser hier. So, das reicht aber noch nicht. Denn ihr seht, zwischen diesen Triggern besteht keine Verbindung. Ihr klickt den Mission Begin Trigger an, Find Target, Trigger Timer. Ihr klickt den Trigger Timer an, Find Target. Targets sind immer andere Trigger. Objects sind immer Entities, wie zum Beispiel hier diese LKWs. Oder auch der Flugplatz als Beispiel. Ist auch ein Entity. So, das ist jetzt im Grunde genommen schon eine einfache Form des Konvois. Die Fahrzeuge würden losfahren, sobald die Mission beginnt, und würden diesen Weg abfahren. Nun ist allerdings Folgendes dabei das Problem, und zwar, sie würden in dieser Konstellation hier bleiben. Sie würden also Formation Haufen bilden, wenn man so will. Und jetzt zeige ich euch, wie man diesen Einheiten sagen kann, dass sie eine Formation bilden sollen. Und zwar auf der rechten Seite Command Formation. Das klicke ich mal hier hin. Ich brauche noch einen Timer. Mache jetzt Folgendes. Ich lasse, sobald dieser Wegpunkt erreicht wurde, also dieser Kreis, den ihr hier seht, das ist quasi so der Bereich, in dem der Wegpunkt anspricht und in der Lage ist, einen anderen Trigger zu triggern. Und zwar will ich, dass er den Timer triggert. Find Target, Timer. Und der triggert dann Command Formation. Das heißt, die LKW fahren los, sobald die Mission beginnt, erreichen dann den Wegpunkt und der Wegpunkt sagt, ah, da ist ja ein LKW und ich soll jetzt diesen Timer hier triggern. Der Timer wartet eine Sekunde und sagt dann, ah, ich soll hier Command Formation triggern. Hier, 1129. Und Command Formation, Find Object, soll unser Führungsfahrzeug hier erwischen. Doppelklick auf Command Formation und wir können hier die Formation festlegen. In diesem Fall bewegen sich unsere Fahrzeuge außerhalb der Straße, deswegen nehmen wir Offroad Column. Und hier können wir die Dichte der Formation festlegen. Dense, Safe, Loose, also entsprechend kurze Abstände, mittlere oder weite Abstände. Für den Online-Gebrauch nehme ich im Regelfall die weiten Abstände. Also Loose, Formation Loose. So, jetzt haben wir einen Konvoi, der, sobald die Mission beginnt, losfährt. So, jetzt habt ihr also einen Flugplatz, ihr habt einen Konvoi, der sich bewegt. Nun fehlen aber noch Icons auf der Karte. Und das zeige ich euch jetzt. Ihr geht unter MCUs auf Translator Icon. Wenn ihr jetzt eine Route darstellen wollt, wie ihr sie zum Beispiel vom Stromweg.de Server kennt, dann benutzt ihr hier oben diese RGB-Kodierung für die Farbe. Das wäre jetzt rot oder blau. Und ihr könnt jetzt per Shift und Mausklick, wie auch bei der Konvoi-Route, diese Icons miteinander verbinden. Und ihr seht, das Icon ist über diesen roten Pfeil mit dem nächsten und der wiederum mit dem nächsten verbunden. Und diese Verbindung von den drei Icons wird dann nachher auf der Karte im Spiel dargestellt. Als dicke, durchgezogene Linie mit Pfeilen dazwischen, wie ihr es, wie gesagt, vom Stromweg.de Server kennt. Ihr müsst, damit das auch im Briefing-Bildschirm sichtbar ist, hier bei Neutral auf True ändern, von False auf True.
Wenn bei allen drei True steht, dann können alle Seiten diesen Pfeil oder diese Route, die ihr jetzt eingezeichnet habt, sehen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel den Standort von Panzern markieren wollt, dann nehmt ihr erneut ein Icon, Doppelklick, Icon ID und dort wählt ihr Enemy Tank Platoon. Auch hier wieder auf True, damit das auch die Leute im Briefing-Bildschirm sehen können. So, und je nachdem, wo sich dieses Symbol jetzt befindet, dort wird dann nachher auf der Karte, werden dann dort die Panzer angezeigt. So, und das benennt ihr jetzt noch um in Panzer. So, und das wird dann auf der Karte angezeigt, dass sich dort Panzer befinden. Mit dem entsprechenden Namen, den ich ja gerade eingegeben habe. So viel zu den Icons. Jetzt zeige ich euch nochmal eine kleine, sehr interessante Möglichkeit, Bodentruppen, Spieler und das Ganze drumherum miteinander interagieren zu lassen. Und zwar hier oben habt ihr Buildings und Blocks. Die Buildings sind im Grunde genommen genau das gleiche, was ihr auch vom alten EL2 kennt. Und ein Block besteht im Grunde genommen aus mehreren Buildings. Wählen wir uns einfach mal, Moment, ja, wir nehmen uns mal hier diesen Bunker mit dem Tarnnetz und den Munitionskisten davor. Und ihr seht, das könnt ihr auch alles einzeln hinsetzen, aber über diese Blocks habt ihr gleich mehrere Sachen, die zusammen arrangiert sind. Und dadurch spart ihr euch viel Zeit. So, ich möchte jetzt Folgendes machen. Ich möchte, dass wenn diese Sammlung hier zerstört wird, wenn dieser Munitionsbunker mit dem Tarnnetz, wenn das zerstört wird, möchte ich, dass die LKW losfahren. Das ist jetzt ein Beispiel. Ihr könnt das auf viele Arten und Weisen nachher kombinieren und mit anderen Sachen verstricken. Zum Beispiel will das Panzer losfahren, wenn die Artillerie zerstört wurde. Und wie ihr das macht, zeige ich euch jetzt. Und zwar macht ihr aus diesem Block eine Linked Entity und müsst jetzt irgendwie diesen Block mit den LKW verknüpfen. Jetzt machen wir erstmal Folgendes. Wir löschen den Translator Mission Begin und damit löschen wir jetzt die Hand, die diese Kette von Dominosteinen ins Rollen bringt oder ins Umfallen bringt, die diese Kettenreaktion startet. Denn ich möchte, dass dieser Block die Kettenreaktion startet. Und zwar mache ich Folgendes. Ich mache Doppelklick. Add Event. Moment. So. Add Event. Und zwar OnDamaged heißt, sobald der Block beschädigt wurde. Und OnKilled bedeutet, sobald ein Teil dieses Blocks zerstört wurde. Und das möchte ich haben. Das heißt, wann immer dieser Block oder Teile dieses Blocks zerstört werden, kann ein Signal ausgesendet werden oder kann ein Dominostein umgestoßen werden. Und jetzt brauche ich ein Objekt oder jetzt brauche ich einen Trigger, der getriggert wird, wenn dieser Block zerstört wurde. Und das ist hier mein Trigger-Timer, den ich hier gerade hingezogen habe. Das ist 11:20. Lasst euch nicht verwirren, bei jedem Mal, wo ihr den Editor neu startet, was ich vorhin getan habe, werden die Entities und alle Dinge, die ihr auf der Karte habt, neu nummeriert. Vorher war 11:20 der LKW, jetzt ist dieser Timer 11:20. Also, Find Target, Trigger Timer. Okay, so ihr seht, der Block ist jetzt mit dem Timer verbunden. Und ich habe jetzt gerade Folgendes gemacht. Nochmal in Kurzform. Sobald dieser Block zerstört wird, wird über die AddEvent-Funktion, also onKilled, heißt zerstört, wird dieser Timer getriggert. Und der Timer triggert daraufhin, wie ihr sehen könnt, den Waypoint. Also es ist jetzt nichts anderes passiert, als dass ich den Mission Begin Translator, der das Ganze unweigerlich mit dem Start der Mission ins Rollen bringt, den habe ich ersetzt durch diesen Block hier. Und es passiert gar nichts mit den LKW, bis dieser Block hier zerstört wird. Das heißt, wenn ihr losfliegt und hier eine Bombe drauf werft, dann wird dieser Timer hier aktiviert
Und der Timer aktiviert daraufhin den Wegpunkt. Und dann setzt sich der LKW ins Rollen oder setzen sich die LKW in Bewegung. Und das, dieses Prinzip in vielen anderen Formen, das könnt ihr für alle möglichen denkbaren Sachen anwenden. Und wie das nachher mal aussehen kann, das zeige ich euch mal ganz kurz anhand von einem meiner Missionen. Moment, wo haben wir es denn? Tja, und so kann das nachher dann aussehen. Das machen wir mal deutlicher sichtbar. So. So, und ihr seht, so sieht das dann nachher aus. Also das sind nachher hier schon sehr, sehr komplexe Verbindungen, die ich hier gebaut habe. Und wie gesagt, das sind Sachen, die sind für einen Trainingsserver zu kompliziert. Und ich möchte jetzt auch nicht darauf weiter eingehen, weil es wirklich Stunden braucht, das Ganze zu erklären. Es ist viel Learning by Doing. Und ich empfehle euch, dass ihr die, wie nennt sich das, dass ihr euch das englische Manual für den Rise of Flight Editor runterladet, weil ihr dort viel besser über die einzelnen Translators und die ganzen Geschichten informieren könnt. Ich denke mal, das sollte erstmal reichen, um euch die Grundlagen des Editors nahe zu bringen, damit ihr für euch und für eure Geschwader eine Trainingskarte erstellen könnt. Und wie ich anfangs schon sagte, nutzt die Server, die aktuell da sind. Es werden ja beinahe wöchentlich mehr. Und dann sehen wir uns in der Luft und ich hoffe, ich habe euch weitergeholfen.